Wisst ihr, was passiert, wenn man sich schlecht fühlt? Wenn man Schmerzen hat? Man wächst gerade. Oder anders gefragt, wisst ihr, was passiert, wenn man wächst? Man fängt an, sich schlecht zu fühlen. Warum ist das so? Warum fühlt man sich schlecht? Warum fühlt sich ein Bodybuilder schlecht? Zum Beispiel am Tag nach dem Training. Fühlt sich kaputt. Er kann nicht mehr leisten, so wie gestern. Außer er trainiert seit 20 Jahren. Die Sache ist, wenn wir uns verändern, dann zerstören wir unser vorheriges Selbst. Wir zerstören und verletzen uns selber. Und danach füllen wir diese Lücken, diese Verletzungen füllen wir auf mit neuem Material. Und dieser Prozess ist schmerzhaft. Wir müssen sozusagen aus unserem, was wir haben, woraus wir bestehen gerade, müssen wir erstmal ein bisschen kaputt machen und danach stopfen wir da andere Sachen rein, um größer zu werden. Das ist Wachstum. Und dann sind wir mehr als davor. Und dann passen wir uns an diese neue Hülle an. Und danach fühlen wir uns da wohl. Ja. Und dann fühlen wir uns unwohl, wenn wir die Muskelmasse wieder verlieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zurückgehen zu unserem alten Zustand und Muskelmasse verlieren über einen Zeitraum, dann fühlen wir uns da erstmal schlecht. Warum? Weil wir theoretisch wachsen. Aber in die andere Richtung. Und ja, ins Minus. Wir machen Verlust. Verlust ist auch Wachstum. Und das ist so, es ist Wachstum in zwei verschiedene Richtungen. Die Stabilität ist dann das, was uns gut tut, was wir mögen, das Gefühl. Aber die Stabilität ist auch nur kurzfristig, bereitet uns auch nur kurzfristig Vergnügen. Da fühlen wir uns auch nur kurzfristig wohl. Je länger nichts passiert, desto eher wünschen wir uns wieder Veränderung. Ja, das ist das Leben. Das heißt, einatmen und ausatmen. Die Luft anhalten kann man nur, wenn man sich die ganze Zeit bewegt, sonst, wenn man die ganze Zeit aus, ein- und ausgeatmet hat davor. Und wenn man jetzt lange Zeit die Luft anhält, dann kriegt man, je länger man anhält, wieder Lust zu atmen. Aber Atem heißt Veränderung. Atmen heißt Sterben. Jeder Atemzug führt dich näher zum Tod. Ja.